Ich drehe nicht richtig in die Mitte. Jau. John, warte auf mich. Jetzt mach schon. Okay, die Frage ist, das ist John. Wer ist er? Oh, wir sollen balancieren. Finde ich nicht so toll. Können wir das noch ein bisschen gerade halten? Machen wir mal so links und rechts. So halten wir wahrscheinlich am besten die Balance. Ja, solange die Arme gerade sind, ist alles super. Ganz leicht. Na los, du bist jetzt dran. R1, oh, komm schon. Ich dachte, wir sollten schon jetzt abspringen. Wir müssen gleich garantiert irgendwas drücken. Oh, shit. Oh, jetzt habe ich nach oben gedrückt, anstatt den Controller nach oben zu werfen. Und go. Geht doch. Es ist Zeit für den Todesschlag. Meine Fresse, der hat... Ich glaube, der hat zu viel Schläge bekommen, eindeutig. Ja, was haben wir hier? Hallo? Wir haben hier erstmal R1. Besser ist es. Und L2. Kommt noch eine Taste mehr. Wunderbar. Spielen wir Verstecken. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? 1. 2 4 3 Oh. 4 5 6 8 9 12 12 16 17 20. Da haben wir aber gut gezählt, oder? Da grinst die Sau. Ich weiß ganz genau, was er gemacht hat. Cheater, 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 Cheater. Oh, was für eine Hilfe. Oh, shit, ist da reingefallen. Hilfe. John! Mein Fuß. Mein Fuß steckt fest. Greif zu. Ich zieh dich raus. Oh, shit, der steckt wirklich fest. Komm, zieh ihn raus. Konnte der überhaupt da reinfallen? Ich hol Hilfe! Halt durch! Los, beeil dich! Ich glaube, das Wasser steigt. Oh mein Gott. Ich mach schnell! Bin gleich wieder da! Ist das der Ursprung von dem Origami-Killer? Das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge. Was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Das ist eine gute Idee. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Ich will gar nicht darüber reden. Wer könnte der Typ sein? John Shepard. Kein Plan. Was ist los?
Oh, shit. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Der geht zu dem Grab, oder? Ja. Er legt Blumen auf John Shepherds Grab. Warum sollte er das tun? Okay, wieder zurück zu Madison. Chef Koch, hey, ich wusste es, wir kriegen dafür ein Achievement. Madison ist übel. Na gut, es geht. Verletzt aber nicht so übel. Für was für eine Zoppelei. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Die hat sich aber wieder schnell verarztet nach dem Doc. Können wir mitdancen? Was für ein Haufen Lappen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Hier können wir uns ganz cool hinstellen. Da! Danke für die Kamerafahrt. Wenn du nicht Paco bist, dann weiß ich auch nicht. El Paco! Spring mal einen Taco. Der sitzt hier überhaupt nicht. Ich habe mir mit der Kamera Blick Richtung Winkel Dingens vertan. Meine Güte, die Orientierung lässt zu wünschen übrig gerade. Hier ist das nämlich. Will auch nur du, ich. Zappelndes Volk. Ich suche Paco Mendez. Wissen Sie, wo er ist? Da drüben an seinem Tisch. Kennt er dich? Noch nicht, aber ich muss ihn sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendez möchte nicht gestört werden. Okay. Warum geht er denn jetzt weg? Kann ich denn vorher hin? Sorry, Lady. Nur mit Einladung. Mann, wie soll ich denn da hinkommen? Ich glaube, wenn wir uns hier irgendwie so ein bisschen ausziehen und rumwackeln, dann wird er wahrscheinlich auf uns aufmerksam. Der Hell, der redet jetzt mit dem. Ich stelle mich mal hier hin. Ah, der holt sich die da. Ah, ja. Wie ich gesagt habe, irgendwie müssen wir Aufmerksamkeit machen. Vielleicht gehe ich mir da erstmal einen trinken. Die darf jetzt nämlich dahin. Gott, lass mich doch hier durch. Machen den nicht wackeln mit meiner Tasche, Tanz. Paco macht seine Mädchen sexy. Sexy no. Auf eine billige Art. Nicht zu machen. Wir müssen einen Drink nehmen. Geht nicht. Komm, können wir uns nicht irgendwie irgendwo draufstellen und abzappeln? Boah, es nervt gerade total, hier durch die Menschenmasse zu gehen. Vor allen Dingen kommt man nicht weiter. Ich komme hier nie durch. Geht doch. Hey, darauf. Der muss mich schon irgendwie sehen. So viel ist sicher. Kann ich nicht da raufgehen? Na, da oben steht ein Typ. Der hat mich schon im Blick. Nö, nö, hier gehst du nicht rein. Irgendwo unten müssen wir uns genau vor dem hinstellen.
Ah, hier, tanzen. Vielleicht bemerkt er mich, wenn ich in seiner Nähe tanze. Ein Gorilla. Aber das Hausgorilla lässt keinen durch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Oh ja. Super nervig. Wer ist denn hier? Da ist keiner. Ja. Tanzen. Müssen wir garantiert irgendwelche Bewegungen ausführen. Sag ich ja. Was ist, wenn wir das versauen? Lass es einfach mal versauen. Oh, da legt sie sich was hin. Ja, da muss man aufpassen mit dem Gitter. Im Flirten bin ich wohl durchgerasselt. Er schaut nicht mal her. Das kriegen wir hin. Yeah. Schick, schick, schick. Och, gibt's doch nicht. Zu spät gedrückt. Was für ein Schwachsinn. Schaka, schaka. Der schaut wirklich nicht einmal hin. Nochmal? Der Idiot muss schon hingucken. Tut aber nicht. Der entsetzte Blick, nö. Ah, gehen wir mal die Gedanken durch. Kann ihn nicht, aber gleich. Meine Nummer könnte ein bisschen schärfer sein. Ich muss mich nur irgendwo umziehen. Toilette. Na, die Toilette. Privat und nur für Damen. Der große rote Kasten neben dem Eingang. Kindergarten für den Jetset. Definitiv nicht mein Stammlokal. Und der Arzt soll angeblich hier hingekommen sein und irgendwie abgedanzt. What the fuck? Du bist komplett verrückt, Madison. Oh ja. Ich muss meine Strategie ändern, wenn ich mit Paco reden will. Wenn Paco ein Kumpel vom Todesdoktor ist, sollte ich lieber aufpassen. Okay, großer roter Kasten. Hier ist großer roter Kasten. Boah, die Kamera ist furchtbar. Okay, hier geht's anscheinend komplett raus. Ist hier irgendwo ein Eingang? Links oder rechts? Oh, das ist ein Sprung in der CD. Aber hier sind gerade oben. Kann ich mir hier nicht was krallen? Irgendwie? Nee. Hier vielleicht. Ja, das sind die Kästen, die er meinte. Ah, das müsste der Kasten sein. Okay, hier irgendwo rein. Nicht? The fuck? Zeit für das sexy Girl. Um Gottes Willen. Ich kann nie glauben, dass ich das gerade mache. Okay, was ist jetzt da so viel anders als vorher? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Oh yeah. Die muss zeigen, was sie hat. Langsam und sie nicht ins Auge pieksen. Andere Seite. Die ist auch irgendwie eiskalt. Und Reis. Holy shit, war ein bisschen extrem. So funktioniert das neuerdings.